Hey Freunde und herzlich willkommen zu der heutigen Etappe der Tour de France. Und ja, wie gesagt, mir ist leider die Aufnahme der gestrigen sowie der heutigen Etappe abhanden gekommen. Dennoch möchte ich die heutige Etappe gerne spielen, die letzte Bergetappe, die wir haben. Und habe mir dafür jetzt mal eben Jumbo Visma geschnappt und habe natürlich vor, die heutige Etappe zu gewinnen mit Jonas Vingegaard. Insofern, lass uns einfach reinjumpen und das Ding gewinnen. Okay, sowas habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Und es wird immer schlimmer. Pogacar ist in der Ausreißergruppe. Ich meine, wir haben, also das ist jetzt quasi die erste Etappe, weil ich sie jetzt hier abgeschnitten spiele von meinem Durchlauf. Deswegen gibt es keine Zeitabstände oder sonst irgendwas. Und Pogacar geht in eine Ausreißergruppe und Vingegaard stürzt. Das ist mehr als unpraktisch. Ich habe Van Aert hier vorne in dieser Ausreißergruppe mit rein platziert. Eieiei. Ich wollte nämlich gerade auch damit Pogacar hinterher angreifen. Daraufhin ist er gestürzt. Wir haben Tadej Pogacar in der Ausreißergruppe. Wout van Aert gewinnt den Zwischensprint, trotz dessen, dass er sich hier die ganze Zeit irgendwelchen Attacken entgegenstellen muss und schon ordentlich gefordert wurde. Man sieht auch, diese Ausreißergruppe hat schon ein paar Opfer gefordert und Tadej Pogacar hat es nicht geschafft, ranzufahren. Meanwhile, ja, Vingegaard und Konsorten, ich glaube nicht, dass die noch unbedingt rankommen. Es sieht sehr schlecht aus. Leng war derjenige, der versucht hat, Pogacar in diese Ausreißergruppe zu bringen. Hat es halt eben nicht geschafft. Und jetzt habe ich hier natürlich einen Haufen Probleme. Gar nichts sieht irgendwie gut aus, aber ich würde mal sagen, wir gucken einfach, was geht. Ich werde schon wieder attackiert hier. Weil ich angeblich meine Arbeit in dieser Gruppe nicht mache. Ich meine, wir haben auch immerhin sehr starke Fahrer hier, also insofern denke ich, ist eigentlich fair, so viel Arbeit, wie ich halt mache, da kann man nicht viel mehr fordern. Ligger kommt schon nicht mehr hinterher. Ich will ja noch nicht den Tag vor dem Abend schlecht reden, aber ich muss schon sagen, es sieht extrem schlecht aus. Kreuzberg ist jetzt noch der einzige Helfer von Roglic, den wir haben. Vorne fährt Adam jetzt gerade alleine, der angegriffen hat. Aber wir haben auch andere Favoriten, die ja, schon Zeit verloren haben. Beziehungsweise nicht mehr in dieser sehr schnellen, starken Gruppe bleiben konnten. Aber es ist eben noch ein langes Rennen, was wir vor uns haben. Und wir haben zu wenige Helfer. Und wir fangen quasi höchstpersönlich gerade Adam Yates langsam ein. Wie gesagt, einige Favoriten, aber auch abgesehen jetzt von Jonas Vingegaard, die schon Boden auf diese Gruppe verloren haben. Kreuzberg holt sich eben nochmal die Punkte ab. Es geht den letzten Berg der Tour de France hoch. Nairo Quintana mit der Attacke. Er fährt ganz allein. Lars auf Kemna, Thomas Yates, Pogacar wieder alleine. So sieht's gerade aus. Mit einem sehr unbeständigen Tempo. Und es sieht so aus, als würde Nairo Quintana direkt eingefangen werden. Es war also, glaube ich, die richtige Idee, der Attacke nicht zu folgen. Und jetzt geht Pogacar für die Attacke. Und Roglic hinterher. Auch Enrique Maas versucht noch hinterher zu kommen. Und ich glaube, ich hätte eigentlich genug Energie gehabt, mit Kreuzberg auch noch hinterher zu fahren, aber hier will keiner so wirklich der Attacke folgen, so wie es aussieht. Pogacar und Roglic, die beiden Slowenen. Ich meine, der müsste eigentlich weniger Energie haben als ich. Dem geschuldet, dass er ja versucht hat, in diese Ausreißergruppe zu kommen. Das sind die vier Fahrer hinter uns. Es sind noch 5 Kilometer. Ich glaube, wenn ich gleich einen roten Balken wieder voll habe, dann versuche ich einfach mal zu attackieren. Oder ich tue es jetzt einfach schon. Ich gehe jetzt für die Attacke und Pogacar. Kommt er mit? Es
Sieht fast danach aus. Boah. Ja, im letzten Moment, da konnte er nicht mehr mitgehen, weil er sich jetzt wieder dran kämpft und ich habe nicht viel mehr Energie. Sieht so aus, als hätte er weniger, aber ich meine, was bringt mir das? Ich habe selber halt nicht mehr so viel. Und ich weiß nicht, wie ich damit jetzt richtig umgehen soll. Jetzt fährt er irgendwie langsam davon, habe ich das Gefühl. Versuche mich so wieder dran zu hängen. Genau so. Ja, jetzt führt er mich hier noch mal ein paar Meter hoch. Das ist wirklich ein Kampf auf Augenhöhe, würde ich behaupten. Aber gleich ist mein gelber Balken komplett alle. Und ich kann jetzt schon nicht mehr attackieren. Und jetzt ist, glaube ich, Pogacar, der hier anzieht. Ich hänge mich einfach ganz dreist an sein Hinterrad und guck, was geht. Versuche im letzten Moment rumzuziehen. Aber es sieht nicht aus, als wäre es möglich. Oder doch? Ganz knappe Geschichte. Was ein Kampf. Aber auf den allerletzten Metern gewinnen wir diese Etappe mit Roglic gegenüber Pogacar. Stark. Stark gemacht. Vingegaard eigentlich derjenige, mit dem ich heute die Etappe gewinnen wollte. Super schlechte Tagesform, dann Sturz. Also natürlich gar keine Frage. Wir haben es mit Roglic versucht und geschafft. Etappensieg für Roglic. Ja, nicht sehr realistisch, gerade in echt, so wie es aussieht, aber richtig cool hier im Pro Cycling Manager nochmal das slowenische Duell aufleben zu lassen und mit Roglic das ganze Ding auch noch zu gewinnen. Es war ein harter Kampf bis zur Linie, aber Roglic hat ihn schlussendlich gewonnen. Hier seht ihr die Ergebnisse zeitgleich gewertet mit Pogacar bei 1 Minute 18 vor Bardet, 28 vor Uran, 35 vor Thomas und so weiter und so fort. Kreuzberg sogar noch in den Top 10 gelandet. Mega cool. Und wir haben die Punktewertung doppelt quasi mit Wout van Aert und Primoz Roglic. Bergwertung ging leider an Pogacar, nur 4 Punkte vor Roglic. Und Teamwertung haben wir natürlich auch gewonnen. Also ich denke mal, relativ persönlich die heutige Etappe dann nochmal dazwischen geschoben mit Jumbo Visma. Und morgen geht's weiter. Nicht auf dieser Etappe tatsächlich. Das Zeitfahren kommt nach der Sprint-Etappe morgen, die ich morgen wieder mit Bora spielen werde. Mit dem bekannten Speicherstand. Insofern sehen wir uns dann schon wieder. Wie gesagt, mit Bora. Bis dahin, macht's gut und bye bye.